Sehr geehrte Damen und Herren, heute werfen wir einen Blick durch das Tor zu innovativer Mobilität im Weltraum. Mein Name ist nicht Moritz Nowak, sondern Taras Weinl und ich bin Teil von GateSpace Systems. Meine Gruppe und ich, wir brennen für Raketentriebwerke. Und zwar so sehr, dass wir in unserer Freizeit beim TU Wien Space Team bereits seit einigen Jahren Österreichs größte Raketentriebwerke entwickeln und testen. Wir wurden sogar schon als die größte Hoffnung bezeichnet, die Österreich auf ein Raumfahrtprogramm hat. Nun machen wir den nächsten Schritt. Das rapide Wachstum der Weltraumbranche kommt uns dabei sehr gelegen. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass gerade Satelliten im erdnahen Raum unerschöpfliche Möglichkeiten für Dienstleistungen bieten. Nicht umsonst wird das Weltall als the final frontier of investing bezeichnet. Das Rennen hat aber gerade erst begonnen. Zuallererst müssen diese Satelliten aber ihre Bahnen über unseren Köpfen erreichen. Ein Trend, der sich durchgesetzt hat, ist Ridesharing. Akteure wie Elon Musk haben erkannt, dass es für Unternehmen besonders kosteneffizient ist, wenn sie die Startkosten einer Rakete teilen. SpaceX's Monstrous, Dirt Cheap Starship may transform space travel. Im Vergleich zwischen Autos und Bussen wird aber auch hier ein Nachteil klar. Den Ort der Busstation kann man sich letztendlich nur sehr schwer aussuchen. Auch Satelliten müssen die letzte Meile anders zurücklegen. Um bei dieser Metapher zu bleiben, es ist also ein guter Zeitpunkt, um den Gedanken eines E-Scooters auch im Weltraum zu etablieren. Und genau das tun wir. Wir entwickeln eine grüne Plug-and-Play-Antriebslösung für Satelliten, die durch ein chemisches Triebwerk mit neuartiger Treibstoffeinspritzung günstiger und flexibler als alles ist, was auf dem Markt derzeit erhältlich ist. Unser System eignet sich für kleine und mittelgroße Satelliten. Hinter Gate steckt ein Team mit Entwicklungserfahrung und einschlägiger Wirtschaftsexpertise. Wir haben viele Parallelen erkannt zwischen den neuen Anforderungen der Industrie und den uns bekannten Herausforderungen aus unseren Projekten. In den nächsten Monaten wird sich viel bei uns tun. In den nächsten Monaten wird sich viel bei uns tun. Wir melden unsere Technologie gerade zum Patent an. Unsere ersten Proof-of-Concept-Tests waren erfolgreich und unsere eigene Testinfrastruktur steht schon in unserer Werkstatt. Wir arbeiten gerade an der nächsten Version unseres Prototypen und verfeinern weiter unseren Businessplan. Im Sommer dieses Jahres werden wir die GateSpace Systems GmbH gründen und unsere Market Entry planen wir für das Jahr 2024. Die erste Investitionsrunde soll im zweiten Halbjahr 2022 stattfinden. Wir freuen uns aber jetzt schon auf spannende Gespräche. Abschließend möchte ich Sie einladen, kommen Sie an Bord und reisen Sie mit uns zu den Sternen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.